Zum mittlerweile siebten Mal lockte Ostwestfalens größtes Mittelalterspektakel anno 1280 nach Iselhorst zu Gütersloh. Auf dem 5 Hektar großen Areal vom Hof Kruse fanden sich rund 1000 Teilnehmer ein, die sich auf 65 Heerlager verteilten. Unter ihnen gesellten sich mehr als 80 Händler, die ihre Waren feilboten. Hinzu kamen zahlreiche Handwerker, Gastronomen, Musiker und Gaukler, um das gemeine Volk zu versorgen und zu bespielen. Und natürlich auch, um etwas über das Mittelalter zu erzählen. Mit der feierlichen Markteröffnung wurde ein jeder Tag begangen. Hierfür pilgerten zu Hunderten Händler und Künstler durch die Stätten des Geschehens. Ihr gemeinsames Ziel war die Burgbühne, auf der sie ihr Gastgeber Otto III., Graf von Ravensberg, erwartete, dessen Personalie übrigens einem historischen Vorbild zugrunde liegt. Unter der Aufforderung von Jubel und Handgeklapper hatten auf der Burgbühne die Teilnehmer Gelegenheit, sich und ihr Können dem Publikum vorstellig zu machen. Das Mittelalterfest anno 1280 konnte offiziell beginnen. Quer über den jeweiligen Tag verteilt sorgten feste Programmpunkte für geregelte Unterhaltung im mittelalterlichen Treiben. Die zahlreichen Zeltlager und Stände boten sich feil und informierten alle Interessenten. Neben den Händlern und ihren Waren bewiesen aber auch Handwerker ihr Geschick bei der Herstellung ihres Guts. Zwischen all jenem tollen Wust bahnten sich Gaukler und Musiker ihren Weg durch die Menge und sorgten, ebenso wie die Schaukämpfe und Turnierveranstaltungen, für spannende Momente und allerlei Handgeklapper. Die bunte Vielfalt von anno 1280 richtete sich gleichermaßen an Jung und Alt und lud förmlich zum Verweilen ein. Wer denn sämtliche Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen wahrnehmen wollte, der musste geradezu an den darauffolgenden Tag wiederkommen.